So, dann beginnen wir nochmals. Herzlich willkommen zu unserem Webinar Unternehmen für den Wald- und Klimaschutz. Wir freuen uns über das rege Interesse an diesem Seminar. Wie gesagt, wir hatten etwa 50 Anmeldungen, gehen davon aus, dass noch etliche Teilnehmende dazukommen. Die Teilnehmenden kommen von Unternehmen diverser Branchen. Wir haben auch Vereine, die Anbieter von Waldschutzprojekten sind und auch Berater. Also ich denke, das wird eine interessante Runde. Auch nachher, wenn wir noch eine Diskussion anbieten werden. Mein Name ist Stefan Hörmann. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer bei der Umweltstiftung Global Nature Fund. Unsere Stiftung setzt sich seit über 20 Jahren für den Umwelt- und Naturschutz ein. Und unser Ziel ist es, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern und daher auch schon seit etlichen Jahren in Kooperation mit Unternehmen. Ein Schwerpunkt momentan bei uns vor allem das Thema Biodiversität und wie das in die Unternehmenspolitik und auch in Lieferkettenmanagement integriert werden kann. Seit einigen Jahren arbeiten wir auch mit der Tropenwaldstiftung Oro Verde an gemeinsamen Projekten, bei denen es häufig um das Thema Finanzierung und Umsetzung von Waldschutz geht. Oro Verde ist eine Tropenwaldstiftung, die in verschiedenen Ländern gemeinsam mit lokalen Partnern Projekte umsetzt und gleichzeitig auch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland durchführt. Im Rahmen des aktuellen gemeinsamen Projektes ist nun ein Leitfaden entstanden, der Unternehmen Ideen und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt, wie sie sich im Wald- und Klimaschutz engagieren können. Das Vorhaben wird vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums unterstützt und wir stellen Ihnen heute diesen Leitfaden vor und Sie können auch in der Leiste unter dem Titel Unterlagen das PDF zu diesem Leitfaden bereits jetzt während der Präsentation herunterladen. Kurz noch ein technischer Hinweis, also zum einen, dieses Webinar wird aufgezeichnet und wir haben jetzt zu Beginn erstmal alle Teilnehmenden stumm geschaltet. Sie können allerdings, wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, diese einerseits im Fragen- oder Chatbereich eingeben oder Sie können auch die Hand heben. Dann können wir Sie auch mit dem Mikro dazu nehmen und wir würden die Fragen nach den einzelnen Vorträgen oder auch am Ende des Webinars in der Diskussionsrunde hereinnehmen. Die mündlichen Beiträge dann eher am Ende des Webinars. Wenn Sie die Menüleiste noch nicht sehen sollten, es ist rechts oben, sollte ein roter Pfeil sein. Wenn Sie auf den draufklicken, dann klappt das Menü auf und da sollte dann auch die Unterlagen- und Fragefunktion erscheinen. Zum Ablauf. Wir haben, bevor wir mit zwei Vorträgen von meiner Kollegin Ronja Volles von Global Nature Fund und Jan Onnesorg von Oro Verde beginnen, zum einen noch eine kurze Umfrage bzw. zwei Fragen, um einen Einblick zu bekommen, was Sie als Teilnehmende bereits im Wald- und Klimaschutz unternehmen bzw. auch was Sie interessiert. Und nach den Vorträgen werden wir dann noch circa 15 Minuten an Fragen und Antwortmöglichkeiten haben. Wir würden jetzt erstmal mit der Umfrage beginnen und diese Kurzumfrage, dafür nehmen wir das Tool Mentimeter. Sie sehen jetzt auf dem Screen eine Folie zu Mentimeter. Zum einen, wenn Sie mit dem Handy teilnehmen, dann können Sie im Browser menti.com eingeben und entsprechend den Code 4114 eingeben. Dann erscheint die Umfrage, Sie klicken an und dann erscheint auch noch eine zweite Frage und wir erhalten dann die Auswertung. Es gibt aber auch einen Link in der Chatfunktion, auf den Sie klicken können und dann an der Umfrage teilnehmen. Also ich würde Sie jetzt einladen, klicken Sie sich einmal schnell durch die Umfrage. Wir warten ganz kurz, bis wir dann die Ergebnisse haben. Jetzt haben wir die ersten Ergebnisse. Und zwar war die erste Frage lautete, wie engagiert sich Ihr Unternehmen bereits für den Wald- und Klimaschutz? Und wir sehen hier aus der Liste, dass wir einen Spitzenreiter haben, und zwar, dass Projekte unterstützt werden zur CO2-Kompensation.
Dann haben wir auch noch Projekte, die durch Spenden unterstützt werden, sowie auch die Weiterbildung von Mitarbeitenden. Und das relativ herausfordernde Thema nachhaltige Lieferketten ist mit 5 Meldungen auch schon im vorderen Bereich dabei. Es gibt fast niemand, der sich bisher noch gar nicht engagiert. Also es gibt hier erste Erfahrungen. Und interessanterweise ist der Bereich begrüntes Firmengelände, sprich also auch Baumpflanzungen auf dem eigenen Betrieb, bisher noch nicht so ausgeprägt. Und auch das Thema nachhaltiges Investment. So, dann würde ich sagen, das ist die nächste Folie. Ja, hier haben wir jetzt eine Word Cloud. Aus welchen Gründen engagiert sich Ihr Unternehmen bereits jetzt oder auch in der Zukunft für den Waldschutz? Das ist zum einen das Thema, was ich hier sehe, Kunden, auch sicherlich Reputation. Dann sehr schön auch der Hinweis aus Überzeugung, also nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern auch einfach aufgrund der Erkenntnisse, dass Wald- und Klimaschutz für die Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Im Rahmen des Einkaufs, im Bereich der Verpackung, auch die nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs spielen hier eine Rolle, wo etliche Punkte natürlich im Wald- und Klimaschutz abgedeckt sind, sei es durch den Erhalt der Biodiversität, wie auch den Beitrag gegen den Klimawandel. Also interessante Motivation, und wir werden darauf jetzt auch in den Vorträgen zu Teilen eingehen. Und ich übergebe jetzt an Ronja Volles, die Ihnen die Themenfelder, die wir jetzt vorstellen werden, näher nennt. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einführung und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Genau, wie Stefan schon erwähnt hat, haben wir gerade einen Leitfaden veröffentlichen den in den nächsten Tagen. Sie haben den ja schon bekommen heute. Und dafür haben wir eine kleine Studie gemacht und Interviews mit verschiedenen Unternehmen geführt und mit Anbietern von Waldschutzprojekten gesprochen und so eine Art kleine Marktrecherche durchgeführt, um herauszufinden, was machen Unternehmen bereits und was ist besonders interessant, welche Herausforderungen begegnen Unternehmen dabei besonders, wenn sie in Wiederaufforstungsprojekten sich engagieren möchten. Aus diesen Ergebnissen haben wir dann 6 Arten des Engagements herausgearbeitet, die wir Ihnen heute als Ideen mit an die Hand geben möchten. Und 3 davon werden wir besonders diskutieren, nämlich die Lieferkette, nachhaltige Geldanlagen und CO2-Kompensation. Was wir darunter verstehen, was man dringend beachtet werden soll, das werden wir heute detaillierter besprechen. Und bevor wir darauf genauer eingehen, möchte ich einen kurzen Überblick geben, welche 6 Möglichkeiten wir identifiziert haben. Und wir sehen es halt als zentral an, Wald in den einzelnen Schritten der Lieferkette zu schützen. Besonders offensichtlich ist dieser Zusammenhang bei Unternehmen, die Rohstoffe direkt aus dem Wald beziehen, wie zum Beispiel Holz. Aber auch ganz andere Branchen können indirekt für Abholzung verantwortlich sein. Eine ganz interessante Zahl ist, dass in der EU ein Drittel aller international gehandelten Produkte eingeführt wird, die auf entwaldeten Flächen produziert werden. Auch wenn Sie zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen sind, sollten Sie sich Gedanken machen, ob Ihre Aktivitäten für Abholzung verantwortlich sein könnten. Das kann ganz verschiedene Bereiche abdecken, wie zum Beispiel Ihre Berufsbekleidung oder die Möblierung Ihres Büros und so weiter. Das Thema Lieferkette wird mein Kollege dann später noch ausführlicher diskutieren. Und da die Umstellung der Lieferkette mit einigermaßen Aufwand und Zeit verbunden sein kann, können zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, mit denen man ebenfalls einen Beitrag zur Aufforstung leisten kann. Und eine Möglichkeit in Deutschland, sich direkt vor Ort zu engagieren und einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten, ist die naturnahe Gestaltung Ihres Firmengeländes. Natürlich hängt das davon ab, wie Ihr Firmensitz aussieht, ob Sie eine Fläche mieten, ob Sie eine eigene Fläche haben. Aber als ganz kurzes Beispiel hier ein Foto vom Firmengelände der Memo AG. Das war einer unserer Interviewpartner. Die haben einen naturnahen Garten gestaltet. Und besonders gut lassen sich Bäume integrieren auf dem Firmengelände, wenn man eine neue Bebauung plant gerade.
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass heimische und standortgerechte Pflanzen ausgewählt werden und keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Und das bringt viele positive Auswirkungen, auch direkt vor Ort für Ihre Mitarbeitenden, für Besucherinnen, da Bäume das Mikroklima positiv beeinflussen, die Temperaturen regulieren und einen attraktiven Sichtschutz bieten. Genau, das ist nur ein ganz kleiner Exkurs zum Thema Firmengelände. Wir haben ja eben in der Umfrage gesehen, dass das noch nicht so viele machen. Vielleicht wäre das für einige von Ihnen eine Idee. Außerdem können Sie Baumpflanzaktionen organisieren und dabei Teambildung und Weiterbildung verknüpfen. Das geht auch direkt auf dem Firmengelände, wenn Sie die Möglichkeit haben, aber es gibt in Deutschland auch verschiedene Anbieter für solche Projekte. Wir haben zum Beispiel mit dem Bergwaldprojekt gesprochen, die sich direkt hier in Deutschland engagieren vor allem und eben auch solche Aktionen für Mitarbeitende anbieten. Und solche Aktivitäten machen es eben für Mitarbeitende greifbarer und verständlicher. Warum ist es notwendig, sich für Aufforstung und für den Waldumbau zu engagieren? Wenn zum Beispiel Einkäuferinnen und Einkäufer besser Bescheid wissen über die Relevanz von Bäumen und Wäldern, können diese den Waldschutz bei ihren Entscheidungen mit einbeziehen. Häufig sind sie darauf trainiert, nach wirtschaftlichen Kriterien zu entscheiden. Und Weiterbildung kann da eben ein wichtiger Schritt sein. Wichtig ist es dabei, auf seriöse Anbieter zu achten, die mit Experten zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Förstern und Försterinnen vor Ort. Teilweise möchten solche Anbieter zum Beispiel einen Nachweis darüber, dass das gesamte Unternehmen auch hin zu mehr Nachhaltigkeit ausgerichtet wird. Aktiv zum Waldaufbauen beitragen kann man auch durch nachhaltige Investitionen. Wie das funktioniert, welche Herausforderungen es gibt, erklärt ebenfalls mein Kollege später. Ein weiteres Thema ist CO2-Kompensation. Das haben wir eben auch schon in der Umfrage gesehen, dass hier einige dabei sind, die das schon machen. Wir sagen immer ganz klar, CO2-Ausstoß muss zuallererst vermieden werden, bevor kompensiert werden kann. Und außerdem müssen eben Waldprojekte ausgewählt werden, die sozial und ökologisch verträglich sind. Und worauf man da achten sollte, das möchten wir heute auch noch genauer mit Ihnen besprechen. Wir haben in unserem Leitfaden eine kleine Checkliste erstellt mit Kriterien, die man beachten sollte, wenn man Projekte auswählt, die man unterstützen möchte. Das gilt genauso für Spenden- und Sponsoring-Projekte. Das wäre die letzte Möglichkeit, die wir hier noch aufgreifen. Und auch für Projekte, in denen Geld nachhaltig angelegt wird. Auch da können diese Kriterien einen sehr guten ersten Hinweis geben. Genau, das besprechen wir am Ende dann noch ein bisschen intensiver. Aber als erstes möchte ich nochmal auf die positiven Auswirkungen eingehen, die Sie als Unternehmer auch davon haben können, sich für den Wald- und Klimaschutz zu engagieren. Eben in der Umfrage sind häufig als Gründe genannt worden, eher so die ideellen Werte, die damit unterstützt werden können, auch die Kundenwünsche, die repräsentiert werden. Einen wichtigen Punkt, den wir auch noch sehen, ist, dass sie ihre eigenen Risiken senken können. Weil wenn sie damit beginnen, sich ihre Lieferkette genauer anzugucken, dann stellt man häufig fest, dass sie sehr undurchsichtig ist, dass man nicht jedes Teil der Lieferkette kennt. Und da Transparenz zu schaffen, senkt auch ihre eigenen Beschaffungsrisiken. Gleichzeitig denken sie auch das Risiko des Reputationsverlusts bei ihren Kunden, wenn zum Beispiel herauskommt, dass bei einem ihrer Zulieferer illegale Abholzung passiert ist, verlieren sie möglicherweise Kunden. Gleichzeitig können sie in vielen Bereichen natürlich auch ihre Kosten senken, wenn sie ressourceneffizient einsetzen. Ein ganz einfaches Beispiel ist die Senkung des Energieverbrauchs, ein sehr wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und gleichzeitig eine Möglichkeit, kosteneffizienter zu werden. Aber auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigt. Wir haben zum Beispiel ein Interview geführt mit einem Unternehmen, das in der Gastronomie tätig ist. Und die haben uns erzählt, dass sie explizit auch Anfragen von neuen Mitarbeitenden bekommen haben, die sich beworben haben, weil das Unternehmen eben so im Nachhaltigkeitsbereich engagiert ist. Und sich frühzeitig mit der eigenen Lieferkette, mit den eigenen Ressourcen auseinanderzusetzen, bringt auch einen Wettbewerbsvorteil.
vor allem aufgrund auch der kommenden gesetzlichen Regelungen. Ein Lieferkettengesetz ist ja derzeit in Planung. Auch das wird mein Kollege später noch genauer mit Ihnen diskutieren. Aber darauf vorbereitet zu sein, kann eben einen Wettbewerbsvorteil bringen. Und wie ich eben schon angesprochen habe, kann auch die naturnahe Gestaltung Ihres Firmengeländes sehr attraktiv sein. Und Teambuilding-Events bringen ebenfalls positive Auswirkungen in Ihrem Team. So, das war es erstmal von mir. Mein Kollege Jan Ohnesorge von Uroverde wird sich nun mit dem Waldschutz in der Lieferkette beschäftigen. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wie wir schon gehört haben, machen wir weiter mit Waldschutz in der eigenen Lieferkette. Ein ganz zentraler Faktor. Und auf dem Bild hier sehen wir jetzt erstmal ein Feld. Ein Feld ist jetzt nicht das Erste, was einem vielleicht zu diesem Thema einfallen würde. Aber das Ganze klärt sich ein bisschen auf, wenn man weiß, dass das Feld ein Sojafeld ist und dass Soja einer der größten Treiber der Entwaldung tatsächlich ist. Und das soll auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass Waldschutz eben nicht nur den Holzsektor oder den Papiersektor betrifft, wo die Holzprodukte direkt verarbeitet werden, sondern auch und vor allen Dingen den Agrarsektor, aber auch viele andere Sektoren noch, weil zum Beispiel im Agrarsektor eben sehr, sehr große Flächen benötigt werden, natürlich um die Agrarrohstoffe herzustellen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Folie. Da geht es erstmal um Waldschutz aus Unternehmenssicht und aber auch so ein bisschen um die Rahmenbedingungen, die sich auf politischer Ebene bieten. Es ist so, wie ich gerade schon ein bisschen angerissen habe, dass viele Produkte dem Wald schaden. Das können sowohl Lebensmittel sein, Papier, Holz, aber auch sowas wie Kautschuk. Also auch die Reifenproduktion hat vielleicht was mit dem Wald zu tun, worauf viele erstmal nicht so kommen würden bei dem Thema. Ja, und was kann man jetzt machen, um das Ganze zu lösen? Der erste Schritt ist, die Entwaldung zu erkennen. Das ist häufig gar nicht so einfach. Und dann sind eben die entsprechenden nächsten Schritte, die Entwaldung zu vermeiden und auch den Schaden, der in der Vergangenheit passiert ist, ein bisschen wieder gut zu machen und dann eben entsprechend wieder aufzuforsten. Das ist auch wichtig, dass das auf Flächen geschieht, die auf denen schon mal Wald stand sozusagen, weil man möchte nicht irgendwelche Flächen aufforsten, die eigentlich ein gutes, intaktes Ökosystem sind und dann durch die Aufforstung durcheinandergewirbelt werden. Ja, jetzt kurz zur politischen Ebene. Also die Bundesregierung unterstützt verschiedene Initiativen, um entwaldungsfrei zu werden. Zwei der wichtigsten sind sicherlich die New Yorker Walderklärung und die Amsterdamer Erklärung. Bei der New York Walderklärung geht es darum, bis zu diesem Jahr 2020 die Rate der Entwaldung zu halbieren und bis zum Jahr 2030 die Entwaldung komplett auf Null zu senken. Und bei den Amsterdamer Erklärungen geht es auch um Entwaldungsfreiheit, allerdings nochmal ganz konkret bezogen auf Lieferketten, also auf Agrarlieferketten. Da geht es um Soja und andere Agrargüter, die eben auch entwaldungsfrei produziert werden sollen. Und da ist auch das Ziel bis 2030, das entwaldungsfrei zu machen. Ja, dann nochmal ein größerer Rahmen, der sich nicht nur auf Wald betrifft. Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU beinhaltet ein Lieferkettengesetz. Das wurde allerdings bisher noch nicht implementiert und wegen Corona ist es gerade auch so ein bisschen auf Eis gelegt. Also der zuständige Minister für Entwicklungszusammenarbeit und der Minister für Arbeit, die sind da sehr hinterher und pushen dieses Gesetzesvorhaben. Aber aus dem Kanzleramt gibt es da gerade so ein bisschen Gegenwind wegen Corona, ja aus Corona-Gründen. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch eine ähnliche Initiative auf EU-Ebene. Und wie meine Kollegin gerade schon mal angesprochen hat, es ist auf jeden Fall vorteilhaft als Unternehmen, sich auf solche Gesetze vorzubereiten, weil man dann eben, wenn sie wirklich kommen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Mitstreitern hat und nicht mehr so viel Reformbedarf besteht, der jetzt dann sehr schnell möglicherweise umgesetzt werden müsste.
Genau. Zu diesem Lieferkettengesetz gibt es auch eine zivilgesellschaftliche Initiative, die Initiative Lieferkettengesetz. Und die unterstützen auch sehr viele Unternehmen. Also 40 große deutsche Unternehmen unterstützen diese Initiative schon. Und da ist eben auch die Argumentation, also wir als zum Beispiel Rittersport, die da mitmachen, wir schauen schon, dass wir in unseren Lieferketten den Wald und das Klima und die Menschenrechte schützen. Und wenn das jetzt unsere Konkurrenten nicht machen, dann haben wir natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Deswegen ist es eben auch für viele Unternehmen, die sich schon Mühe geben, nachhaltig zu handeln, sehr erstrebenswert, dass so ein Gesetz verabschiedet wird. Ja, jetzt nochmal Schritt für Schritt. Was können Sie konkret in Ihrem eigenen Unternehmen tun? Sie können als erstes mal den Status quo erheben. Und das ist die Frage, wo schaden wir dem Wald? Also wo bezieht sich dann auch in erster Linie auf die Produkte, die Sie haben, dass Sie die durchgehen? Wo stecken Rohstoffe drin, die eventuell ein Entwaldungsproblem haben? Und dann aber natürlich auch, auf welchen Flächen werden denn die Rohstoffe angebaut und wo stand da vorher Wald sozusagen? Das ist gar nicht so eine einfache Frage und deswegen arbeiten viele Unternehmen da auch erfolgreich mit Beratungsunternehmen zusammen oder nutzen Online-Tools. Und Online-Tools gibt es da auch relativ viele, aber so drei gebräuchliche würde ich hier mal kurz nennen. Das ist einmal das Global Risk Assessment Services, abgekürzt GRAS, und Global Forest Watch Pro. Und das dritte wäre dann Trace Earth. Diese drei haben wir auch im Leitfaden genannt. Also wenn das jetzt zu schnell ging, dann können Sie auch einfach sich den Leitfaden nochmal runterladen und das da nochmal nachschauen. Da sind dann auch die entsprechenden Links zu den Anbietern. Genau. Und wenn Sie dann den Status quo erstmal wissen, dann müssen Sie daraufhin natürlich irgendwie handeln, um den auch zu ändern. Und eine gute Sache ist es dann immer, Alternativen zu problematischem Rohstoffbedarf zu eruieren. Und oftmals arbeiten Unternehmen ja Jahre oder Jahrzehnte lang gut mit Zulieferern zusammen und wollen diese Kontakte natürlich auch nicht einfach so aufs Spiel setzen und dann einen anderen Zulieferer mal eben wählen. Und die Erfahrung zeigt aber, dass viele Zulieferer da auch offen sind, wenn man eben in den Kontakt geht über bestimmte Standards oder Zertifizierungen, die dann vielleicht in Zukunft gefordert werden, dass die Zulieferer dann eben auch entsprechend ihre Beschaffung umstellen, um eben sowas auch liefern zu können. Ja, wenn das nicht erfolgreich ist, dann gibt es natürlich auch noch die Alternative, den Zulieferer zu wechseln. Oder im Extremfall, wenn man auch gar keinen Zulieferer findet, könnte man natürlich auch noch den Rohstoff austauschen. Wir wissen aber auch, dass das mit hohen Kosten verbunden ist und ja, auf jeden Fall ein hohes Engagement voraussetzt, wenn man da einen Rohstoff, der problematisch ist, austauscht. Genau. Was auch noch ganz wichtig ist, ist der Austausch mit anderen Firmen in ähnlichen Lagen oder auch eben an anderen Stellen der Lieferkette, Zulieferer etc. Und das können Sie natürlich bilateral machen, aber wenn Sie das in organisierten Foren machen wollen, dann gibt es da zum Beispiel die Initiative Nachhaltige Agrarlieferketten, abgekürzt INA, oder das Forum Nachhaltiges Palmöl oder auch das Forum Nachhaltiger Kakao. Und was noch ganz interessant ist, das Forum Nachhaltiger Kakao hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass seit einigen Jahren die meisten Discounter ihre Eigenmarken auf nachhaltigen Kakao auch tatsächlich umgestellt haben. Und als das vor ein paar Jahren erfolgt ist, war das auch eine Überraschung für viele Beobachter, weil ja, das sind dann wirklich niedrigpreisige Artikel, die da verkauft werden und trotzdem ist es eben gelungen, die dann zu zertifizieren. Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema, das ist nachhaltig Geld anlegen und das hat auch so ein bisschen was zu tun mit dem vorherigen Thema der Lieferketten, weil das ist so, wenn Sie die Lieferketten waldmäßig und klimamäßig optimiert haben,
dann könnten Sie natürlich mit einer falschen Geldanlage große Teile dieses Erfolges wieder zunichte machen. Und deswegen lohnt es sich auch, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es ist da auch ganz entscheidend, wenn Sie sich einmal dazu entschlossen haben, Ihr Geld nachhaltig anzulegen, das auch genau zu prüfen, dass es dann auch wirklich einen positiven Effekt hat, diese Anlage. Weil nachhaltige Investitionen in Wald können auch schaden. Das ist so gemeint, dieser Punkt, dass viele Investments sich natürlich nachhaltig nennen, weil das kein geschützter Begriff ist. Und dann aber kann dahinter auch eine Monokultur stecken, die dann mit einem Kahlschlag geerntet wird, sozusagen, also sehr unnachhaltige Verhaltensweisen. Deswegen sollte man immer genau prüfen, mit wem man gerne in den Wald investieren will und auch welches Projekt genau. Also am besten investieren Sie immer mit einem Partner, der dann eine gute Reputation in dem Bereich hat und machen sich auch vorher mit dem konkreten Investitionsprojekt gut vertraut. Ja, was gibt es überhaupt für Formen des Waldinvestments? Das erste ist eigentlich das einfachste, das ist ein Walddirektinvestment. Das ist eine direkte Investition in Forst- oder Agroforstwirtschaft. An der Stelle erkläre ich kurz, was Agroforstwirtschaft ist, weil das ja nicht so ein gebräuchlicher Begriff ist. Also es ist im Prinzip eine Mischung zwischen Agrarwirtschaft, also Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und das ist auch in vielen Projekten sehr erfolgreich, weil zum Beispiel Kakao, im Kakaoanbau braucht man ohnehin Schattenbäume und dann kann man das eben sehr gut in solchen Agroforstwirtschaftsformen anbauen und da kann man dann auch gleichzeitig noch für die Eigenversorgung oder für den Export andere Güter wie zum Beispiel Bananen, Maniok sehr vielfältige Sachen drin anbauen. Was dann auch sehr gut ist für die Biodiversität. Zurück zu den Walddirektinvestments. Das wird oftmals über ein Dienstleistungsunternehmen abgewickelt. Wenn das eben sehr kleine Organisationen sind, in die man da investiert. Und wenn es größere Organisationen sind, dann kann man eben auch direkt mit denen in Kontakt treten und da ein Investment tätigen. Die zweite Form des Waldinvestments, die wir hier erklären wollen, ist der Waldfonds. Das ist im Prinzip ein Investmentfonds, der in der Anlageklasse Wald investiert. Also Investmentfonds sind ja wahrscheinlich bekannt. Das sind einfach Vehikel, die in verschiedene Aktien dann investieren. Und hier haben diese ganzen Aktien eben alle was mit Wald zu tun. Und ein interessantes Beispiel dafür ist der Livelihood Fund. Da sind Geldgeber wie solche Unternehmen wie Danone und Mars. Und dieser Fund, der fördert ganz verschiedene Projekte. Aber es gibt ein Projekt in Kenia, was wir auch in einer Fallstudie untersucht hatten. Und das kombiniert Agroforstwirtschaft mit Rinderhaltung. Zusätzlich werden dann noch CO2-Credits erzeugt, die auch zur Refinanzierung dann wieder eingesetzt werden. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, dieses Projekt, wo eben Agroforstwirtschaft einmal mit Weidehaltung kombiniert wird und dann gleichzeitig noch diese CO2-Credits erzeugt werden. Als letzte Form des Waldinvestments hätten wir jetzt noch Waldaktien. Das ist einfach ein Anteil einer Aktiengesellschaft, die eben wieder Teil der Anlageklasse Wald ist, also die etwas mit Wald machen. Eigentlich auch recht simpel. Und zur Vertiefung kommt gleich nochmal eine Grafik. Die ist aus der Impact Investment Studie, die Euroverde auch zusammen mit dem GNF geschrieben hat. Da fängt alles mit dem Investor an in der Grafik, der tätigt eine Finanzinvestition und geht dann eben erstmal zu einem Investmentvehikel. Dieses Investmentvehikel kann zum Beispiel so ein Aktienfonds sein, den ich eben beschrieben habe, also so ein Waldfonds zum Beispiel. Dann kommt die Anlage in den Naturschutz.
Und der Kapitalempfänger macht dann eben zum Beispiel Agroforstsysteme und erzielt damit eine bestimmte Rendite. Die nutzt er dann wieder zur Rückzahlung zu dem Investmentvehikel und das Investmentvehikel wiederum zahlt das dem Investor dann als finanzielle Rendite zurück. Soweit ist das erstmal ähnlich wie bei jeder anderen Investition auch und bei den Impact Investments kommt dann aber eben noch die Wirkungsanalyse dazu, weil es ja ganz essentiell ist, dass diese Form der Investition auch eine ökologische und soziale Wirkung hat. Und das sieht man im rechten Teil der Grafik, wo eben vom Kapitalempfänger, der ist es ja dann, der wirklich on the ground arbeitet, da gehen dann eben Wirkungen auf ökologischer und sozialer Ebene aus. Ja, dann machen wir noch einen Exkurs zu nachhaltig Geld leihen. Es ist ja so, dass Unternehmen sehr oft auch sich Geld leihen müssen oder das machen, um eben eigene Investitionsprojekte voranzutreiben und sie legen nicht nur Geld an. Wenn man das nachhaltig machen will, ist man eben im Bereich der Green Finance. Und da können natürlich Kredite genommen werden von der Umweltbank oder GLS Bank oder anderen an Nachhaltigkeitskriterien orientierten Banken. Das wäre so das Einfachste. Es gibt aber auch interessante Instrumente, die eher neu sind. Und eins davon, was ich gerne noch präsentieren würde, ist das Environment, Social and Governance Linked Loans. Oder ESG Linked Loans, um das Ganze ein bisschen zu verkürzen. Das ist ein Instrument, bei dem sich die Zinsen dem Nachhaltigkeitsrating des Unternehmens anpassen. Also wenn man das machen will, braucht man ein Nachhaltigkeitsrating und da geht dann eine Agentur hin und ratet das eigene Unternehmen eben an diesen Standards Environment, Social and Governance. Und wenn man jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen Loan aufnimmt, also diesen Kredit aufnimmt, und sich dann das Nachhaltigkeitsrating verschlechtert, dann verteuert sich eben auch gleichzeitig der Kredit, den man zurückzahlen muss, also die Zinsen für den Kredit, den man zurückzahlen muss. Und wenn aber das Nachhaltigkeitsrating besser wird, dann gehen die Zinsen eben runter und man hat einen finanziellen Anreiz, dann auch nachhaltiger zu werden. Genau, Henkel nahm 2018 den ersten ESG-Linked Loan in Deutschland auf und die haben eigentlich so einen Trend damit losgetreten, weil es seitdem ziemlich explodiert ist und das ein sehr beliebtes Instrument geworden ist. Man muss allerdings dazu sagen, für ganz kleine Unternehmen ist es jetzt nicht so praktikabel, weil man ja dieses Nachhaltigkeitsrating braucht. Und das kostet natürlich auch erstmal das machen zu lassen. Also lohnt sich das auch erst, wenn eben ein gewisses Kreditvolumen dann auch nachgefragt wird. Ja, das war es erstmal von mir. Jetzt macht meine Kollegin Ronja noch mit CO2-Kompensation weiter. Genau, wir möchten jetzt nochmal zum Thema CO2-Kompensation durch Wiederaufforstungsprojekte zurückkommen. Wir haben ja auch eben in der Umfrage gesehen, dass das einige von Ihnen schon machen. Und das war auch so ein bisschen das, was wir in unserer Marktrecherche festgestellt haben. Es gibt im Moment total viele Unternehmen, die klimaneutral werden möchten und die sich zur Kompensation Wiederaufforstungsprojekte aussuchen. Es gibt auch immer mehr Anbieter für solche Wiederaufforstungsprojekte. Genau, häufig ist es so, dass Unternehmen die CO2-Kompensation machen, mit dem Vorwurf des Greenwashings zu kämpfen haben. Das passiert vor allem, wenn nur kompensiert wird, dass viel kommuniziert wird, aber gleichzeitig nichts dafür getan wird, dass die Unternehmensstrukturen selbst hin zu mehr Nachhaltigkeit bewegt werden und zum Beispiel in der Lieferkette aktiv wird das Unternehmen. Wir sagen eben, bevor überhaupt darüber nachgedacht werden kann, wie ich als Unternehmen meine CO2-Emissionen kompensieren kann, sollte der erste Schritt immer sein, zu analysieren, wo kann ich Emissionen vermeiden oder verringern. Wo kann ich zum Beispiel Energie sparen, wo können Flüge oder Transportfahrten eingeschränkt werden und so weiter. Wo Sie mehr über die Anforderungen für die freiwillige Kompensation erfahren können, erfahren Sie auch in unserem Leitfaden noch detaillierter. Es gibt zum Beispiel das Greenhouse Gas
Protokoll. Das bietet einen globalen Standard für die Messung von CO2-Emissionen. Da gibt es auch viel Infomaterial. Und das sagt zum Beispiel auch aus, dass es wichtig ist, nicht nur die direkten Emissionen, sondern auch die indirekten Emissionen zu kompensieren. Also das, was zum Beispiel durch die Beleuchtung Ihres Büros und die Energie, die dabei anfällt, an Emissionen entsteht. Aber auch durch die Fahrten Ihrer Mitarbeitenden zum Firmengelände, durch den Transport der Rohstoffe, die Sie weiterverarbeiten und so weiter. Außerdem sollte man sich darüber Gedanken machen, ob ein Waldprojekt zur Kompensation die richtige Wahl für Sie ist. Es gibt gewisse Risiken, die Waldprojekte mit sich bringen. Und daher gibt es auch Anbieter von CO2-Kompensationen, die sagen, sie machen das gar nicht. Sie unterstützen zum Beispiel eher den Aufbau von regenerativen Energien. Das Problem hierbei ist vor allem, dass es schwierig ist, langfristig nachzuweisen, dass das CO2 gebunden bleibt, dass nicht wieder entwaldet wird. Außerdem brauchen Wälder eben lange Zeit, um sich zu entwickeln. Und darüber gibt es einfach noch Diskussionen, wie langfristig diese CO2-Bindung ist. Vor allem auch, weil Wälder ja Biomasse sind, die wieder verrotten und dadurch wieder CO2 freisetzen. Ein großer Vorteil von Waldprojekten ist aber, da sind die großen Synergieeffekte, also die positiven Nebenauswirkungen auf andere Bereiche, die jetzt nicht CO2 sind, wie zum Beispiel den Schutz der Artenvielfalt und zusätzliche Einnahmequellen, die für Bevölkerung generiert werden kann. Deswegen sagen wir, dass Waldwiederaufbau schon gute Projekte sein können, um sich für den Klimaschutz zu engagieren. Wichtig ist aber, dass sie eben richtig umgesetzt werden. Solche Projekte werden häufig in Entwicklungsländern umgesetzt. Das hat verschiedene Gründe. Die Umsetzung ist dort einfach günstiger. Und man kann sie eben kombinieren mit Entwicklungszusammenarbeitsprojekten. Das wird so in den ersten Klimaabkommen, in dem CO2-Kompensation vorgesehen wurde, vereinbart, dass diese halt auch als Möglichkeit genutzt werden, um Entwicklungsländer dabei unterstützen, sich an den Klimawandel anzupassen, weil diese eben die ersten sind, die unter den Auswirkungen leiden werden. Genau, und da diese Projekte eben häufig in Entwicklungsländern umgesetzt werden, ist es für Sie als Unternehmen vielleicht schwierig zu bewerten, wann ist das Projekt wirklich ein gutes Projekt, wann ist es unterstützenswert. Genau aus diesem Grund haben wir eben in unserem Leitfaden auch eine kurze Checkliste integriert. Die ist nicht nur für CO2-Kompensationsprojekte hilfreich, sondern kann zum Beispiel auch für Spendenprojekte, die Sie unterstützen möchten, dienlich sein, aber auch für Geldanlagen, wie mein Kollege eben erklärt hat, sind ähnliche Kriterien, die da berücksichtigt werden sollten. Genau, und Teile dieser Checkliste wollen wir jetzt einmal kurz anschauen. Da diese Projekte, wie gesagt, häufig in Entwicklungsländern umgesetzt werden, ist es wichtig, dass die Anbieter in Deutschland, die sich teilweise vor Ort nicht so gut auskennen, wichtige, starke Partner vor Ort haben. Das können zum Beispiel NGOs sein, die schon lange in dem Gebiet arbeiten und eben die bestimmten spezifischen Probleme vor Ort kennen. Durch die Zusammenarbeit können zum Beispiel auch Sprachbarrieren umgangen werden und lokale Rechte und Gepflogenheiten können eingehalten werden. Und die Zusammenarbeit sichert häufig auch die langfristige Existenz eines Projekts, was ja besonders wichtig ist in Waldprojekten. Außerdem muss auch die lokale Bevölkerung vor Ort selbst einbezogen werden, am besten schon in der Planungsphase. Das schafft Vertrauen und erhöht auch die Akzeptanz des Projekts. Das ist wichtig, um zu gewährleisten, dass das Projekt auf Dauer bestehen bleibt, dass die Bäume nicht wieder abgeholzt werden, weil die Bevölkerung vielleicht das Holz braucht, um kurzfristig ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn die Bevölkerung sogar im Projekt eingebunden wird, muss außerdem ein fairer Lohn bezahlt werden und eine Versicherung gewährleistet sein.
Und was in vielen Ländern ebenfalls problematisch ist, sind Landrechte. Die sind nicht immer so klar, wie wir das hier aus Deutschland kennen. Manchmal gibt es auch traditionelle oder informelle Rechte, die eben geklärt sein müssen, bevor ein Projekt umgesetzt werden kann. Und auch hier ist die Unterstützung durch die lokale NGO sehr wichtig. Hier sehen Sie übrigens ein Foto aus dem ehemaligen GNF-Projekt in Kambodscha. Es war ein Mangrovenprojekt, wo gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung Mangroven aufgeforstet werden und Einkommensquellen für die Bevölkerung generiert werden. Mangroven sind besonders wertvoll für den Klimaschutz, weil sie enorme CO2-Bindungskapazitäten haben. Genau. So viel erstmal zu den sozialen Kriterien. Dann gibt es auch ökologische Punkte, die sehr wichtig sind. Eine Frage, die man sich stellen sollte, ist, was war der ursprüngliche Zustand der Fläche? Eignet sie sich überhaupt zur Aufforstung? Auch da ist mein Kollege eben schon kurz darauf eingegangen. Bäume können sehr stark das Ökosystem beeinflussen und sie sollten nicht überall, wo sie theoretisch wachsen könnten, auch angepflanzt werden. Ein Beispiel sind zum Beispiel Graslandschaften, die ebenfalls einen sehr, sehr hohen Wert für die Artenvielfalt haben und für den funktionierenden Wasserkreislauf. Und wenn solche Systeme unterbrochen werden, dann kann das sehr negative Auswirkungen haben auf die Biodiversität. Außerdem könnten Sie denjenigen, der das Projekt für Sie umsetzt, an dem Sie sich wenden, fragen, ob auf der Projektfläche heimische Baumarten eingesetzt werden und ob verschiedene Arten gemischt werden. Also es macht immer Sinn, verschiedene Baumarten auf der Fläche zu kombinieren, weil es auch für die Artenvielfalt sehr positiv ist. Eine interessante Zahl zum Vergleich ist, dass ein ursprünglicher tropischer Regenwald bis zu 280 Baumarten pro Hektar enthalten kann. Eine Möglichkeit, daran heranzukommen oder sich anzunähern, ist ein Agroforstsystem, was man hier auf dem Bild sieht, wo eben verschiedene Baumarten mit dem Anbau von Rohstoffen kombiniert werden. Genau, ein weiterer Punkt ist eben die Vermeidung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, die sich ebenfalls negativ auf die Artenvielfalt auswirken kann. Wir haben im Leitfaden noch weitere ökologische Kriterien diskutiert, die Sie dort gerne nachlesen können. Wir wollen es jetzt erstmal hier bei belassen. Sie finden da auch noch direkte Fragen, die Sie zum Beispiel an die umsetzenden Organisationen richten können. Und wenn Sie eben gleichzeitig Emissionen vermeiden und in ein gutes Projekt investieren und damit Ihre CO2-Kompensation durchführen, dann können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz und zum Wiederaufbau der Wälder leisten. Genau. Wir möchten uns jetzt noch einmal kurz bei unseren Gesprächspartnern bedanken. Das waren verschiedene Unternehmen und Anbieter, mit denen wir gesprochen haben und die uns ein bisschen Einblick gegeben haben in ihre Aktivitäten. Genau. Hier finden Sie noch einmal unsere Kontaktdaten, unsere Studie. Der GNF hat gemeinsam mit Oro Verde auch schon weitere Studien publiziert, die für Sie vielleicht interessant sein könnten. Und wir freuen uns jetzt darauf, Ihre Fragen zu beantworten. Ich habe eben in der Umfrage gesehen, es haben auch mehrere Unternehmen angegeben, dass sie noch andere Arten des Engagements für den Wald machen. Da wird uns natürlich auch interessieren, was Sie dort machen. Und genau, ich würde jetzt an meinen Kollegen Herrn Hörmann übergeben, der die Fragerunde moderieren wird. Ja, ganz vielen Dank, Jan und Ronja, für die Präsentation. Und ich möchte die Teilnehmenden einladen, jetzt ihre Fragen zu stellen. Im Chat ist bei mir zumindest jetzt nichts angekommen. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, sonst über Handheben oder Ihr Mikro frei zu stellen, Ihre Fragen zu stellen. Gibt es Fragen in der Runde oder vielleicht auch eigene Erfahrungen und Anmerkungen, die Sie teilen möchten? Ich sehe jetzt im Moment erstmal noch jetzt habe ich eine Frage hier, stehen im Leitfaden Unternehmen, die empfehlenswert sind.
Das ist eine spannende Frage, würde ich vielleicht auch gleich noch ergänzen wollen. Also die Frage, Leute stehen im Leitfaden Unternehmen, die empfehlenswert sind, wäre auch noch meine Frage an euch beide. Ihr habt ja etliche Interviews auch durchgeführt und Erfahrungen von den Unternehmen dann gehört bei den Projekten. Gab es denn Punkte, die als große Herausforderung interpretiert wurden und natürlich auch Lösungsansätze, die vielleicht auch vorbildlich für andere sind? Wer von euch beiden möchte beginnen? Geht es um Unternehmen, die selbst Projekte anbieten oder alle Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben? Also ja, also ja, Unternehmen, die ihr auch gesprochen habt, da stelle ich auch die Frage, die in irgendeiner Form in einem der Bereiche hier vorbildlich agieren. Also wir haben schon Unternehmen ausgewählt, die in der Sache, die sie machen, die sie umsetzen, vorbildlich sind. Natürlich kann man das nicht direkt auf das ganze Unternehmen übertragen. Man muss sich immer die ganzen Unternehmensstrukturen angucken. Ein Beispiel, was wir vorstellen in unserem Leitfaden, ist Faber-Castell. Die haben zum Beispiel ihre eigene Fläche in Brasilien, wo sie fast 80 oder 90% ihres gesamten Holzbedarfs beziehen. Das ist zu einem großen Teil eine Monokultur, auf der eine Kiefernart angepflanzt wird, was aber sehr positiv ist und wir auch hervorheben möchten, dass ungefähr ein Drittel der Fläche als Naturschutzfläche deklariert wurde und komplett zum Schutz der Artenvielfalt ausgeschrieben wird und nicht bewirtschaftet wird. Das finden wir einen schönen Ansatz. Sie kooperieren dort auch mit NGOs vor Ort. Da wird zum Beispiel auch ein Monitoring der Biodiversität durchgeführt. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, dieses Beispiel zu präsentieren. Natürlich kann man nicht leugnen, dass auf dem Rest der Fläche eine Monokultur bewirtschaftet wird. Aber wir sehen das eben als ersten guten Ansatz, in der eigenen Lieferkette aktiv zu werden. Und wie wir eben schon gesagt haben, ist es natürlich besonders positiv, wenn man es schafft, auf einer Fläche mehrere Baumarten gleichzeitig anzubauen. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht aber häufig schwierig. Das ist vielleicht ein Beispiel. Eine andere Herausforderung, die wir auch gehört haben von Unternehmen in unseren Interviews, war, dass uns erzählt wurde, dass es für die Personen, die mit der Idee in das Unternehmen kommt, nicht immer leicht ist, alle von der Idee zu begeistern und zu überzeugen. Also das war der Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe, dass Einkäufer einfach darauf trainiert sind, nach wirtschaftlichen Kriterien zu entscheiden und nicht darauf, ob das dem Wald schadet oder nicht. Deswegen auch die Idee, dass man vielleicht Mitarbeitende mit einbindet in Baumpflanzaktionen, um so das Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber das war eine Herausforderung, die eben genannt wurde, dass das viel Diskussionsbedarf auch intern bedeutet. Genau. Haben wir noch andere Beispiele? Ja, also ein Beispiel, was auch schon in der Präsentation diskutiert wurde, ist Memo für naturnahe Firmengelände und auch Bäume auf dem eigenen Firmengelände. Ich denke, das hat man da auch ganz gut auf dem Foto gesehen, dass das wirklich schon in dem Bereich vorbildlich ist. Und wenn die Fragestellerin oder der Fragesteller noch darauf antworten möchte, wenn wir jetzt irgendwie nicht so über die Aspekte geredet haben oder so gerne, ich würde das jetzt so verstehen, dass es darum geht, in Unternehmen, die in bestimmten Bereichen eben vorbildlich waren und genau bei Faber-Castell, ist das auch vorbildlich in dem Sinne, dass die Abholzung von urtümlichen Wäldern oder ursprünglichen Wäldern verhindern durch ihre eigene Plantage dort und die ja dann auch noch teilweise selbst unberührt lassen zu einem guten Drittel. Aber es ging auch nicht darum, jetzt perfekte Unternehmen zu präsentieren im Leitfaden. Ja. Also Frau Müller hat die Frage nochmal präzisiert, war auch nochmal die Frage, Unternehmen, welche explizit auch Aufforstungsprojekte durchführen.
Und es gibt auch noch gleich eine zweite Frage, die ich euch auf den Weg geben möchte. Das ist, gibt es Wege, nationale Waldschutzprojekte auch stärker für das eigene Unternehmen zu nutzen? Bislang wird dies ja mehr oder weniger von der Bundesregierung in Anführungszeichen geschluckt. Auch daher gehen viele Waldkompensationsprojekte ins Ausland. Also hier nochmal Fragen zum Waldschutz, Kompensation und auch vielleicht nochmal zur Durchführung von Aufforstungsprojekten. Genau, also wir haben gesehen, es gibt eine sehr breite Anzahl an Anbietern von Kompensationsprojekten. Und das ist auch genau der Grund, warum wir diese Checkliste gemacht haben, damit es für Sie als Unternehmen einfacher ist, vielleicht selbst zu bewerten, ist das ein gutes Aufforstungsprojekt oder nicht. Wir wollen nicht direkt ein Unternehmen empfehlen. Eine Sache, auf die man auch achten kann, sind Standards. Nicht alle CO2-Kompensationsprojekte nutzen Standards. Aber da sagen wir auch, dass es gibt nicht einen Standard, der perfekt ist, der jeden Bereich abdeckt. Deswegen kann das einen ersten Richtwert bieten. Also das Umweltbundesamt zum Beispiel empfiehlt den Goldstandard als CO2-Kompensationsstandard. Genau, das kann man vielleicht als erste Einschätzung nutzen. Möchtest du da auch noch was zu sagen? Oder? Ja, also ich sehe das durchaus, dass das in Deutschland noch Entwicklungspotenzial hat, gerade mit der CO2-Kompensation. Dieses Bergwaldprojekt geht ja im Prinzip auch um Aufforstung. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit die auch in diesem CO2-Kompensationsmarkt sind. Und was ich so in den letzten Monaten verfolgt habe, ist, dass es auch, also Agroforst in Deutschland, dass es da auch Bestrebungen gibt für Projekte. Das ist aber, glaube ich, alles noch in den Anfängen und wird spannend sein, in den nächsten Monaten und Jahren zu verfolgen, was da dann bei rauskommt. Dankeschön. Es gibt noch eine weitere Frage von Herrn Streser zum Thema, wie vertrauenswürdig ist FSC-zertifiziertes Verpackungsmaterial? FSC hat in letzter Zeit auch negative Schlagzeilen gehabt. Ich wollte etwas zu FSC sagen. Ja, da sprechen Sie natürlich ein Thema an, was im Moment sehr viel diskutiert wird. Es war ja zum Beispiel in der Corona-Krise so, dass durch FSC Toilettenpapier zertifiziert werden durfte, wo nicht nachgewiesen war, dass der Recycling-Anteil auch wirklich gegeben war. Das ist für so eine Krise vielleicht unterstützenswert. Da ist die fehlende Transparenz aber ein großes Problem. Ich denke, FSC bietet einen der wenigen Standards für Holz- und Papierprojekte, die ökologische und teilweise auch soziale Kriterien einbindet. Es gibt nicht viele Standards in dem Bereich. In Deutschland gibt es noch einen Naturlandstandard für Holz, der vielleicht noch ein bisschen weitergeht und noch empfehlenswerter ist. Aber Sie haben vollkommen recht, dass man FSC-Zertifizierung hinterfragen muss und diskutieren sollte. Ja, das sehe ich auch so. Und ich würde noch ergänzen, es kommt auch ganz stark darauf an, welche FSC-Zertifizierung das ist, weil es gibt dieses FSC-Mix, was auch recht verbreitet ist, was aber eine recht schwache Zertifizierung darstellt. Und dann gibt es andere Zertifizierungen vom FSC, die eben auch stärker sind. Dankeschön. Ich sehe jetzt im Moment keine weiteren Fragen mehr, auch keine Wortmeldungen. Ich lade Sie sozusagen jetzt nochmal zur letzten Runde ein. Wenn Sie noch etwas ergänzen, fragen möchten, dann nutzen Sie die Chance jetzt. Wir haben noch 4 Minuten. Ansonsten hier jetzt nur noch ein Kommentar. Vielen Dank für die Antworten. Das übernehme ich so. Herzlichen Dank für die Beiträge. Ah, jetzt kommt auch noch eine Frage. Einen Moment. Wenn ich selbst ein Agroforstprojekt starten will, wie finanziere ich das?
Große Frage. Also eine Möglichkeit, die wir im Vorfeld diskutiert haben, es gibt immer mehr Netzwerke, die versuchen, die Verbindung zu schaffen zwischen jemandem, der vielleicht eine Fläche hat, der ein Projekt umsetzen möchte, und Finanzierern. Ein Beispiel dafür ist Open Forest. Das ist relativ neu. Es gibt wohl immer mehr Organisationen, die sich dort einbringen. Das wäre vielleicht eine Adresse, die sich mal anschauen könnten. Haben wir noch weitere Punkte dazu? Ja, ich würde noch sagen, Carbon Credits ist eben auch eine Möglichkeit, die immer sehr beliebt ist, weil das ist einfach so ein bisschen ja zusätzliches Einkommen, was erstmal, ja, also wenn man das nicht mitnimmt, dann lässt man so ein bisschen Geld auf der Straße liegen. Andererseits muss man schon auch sagen, dass es auch teilweise ein hoher Aufwand sein kann, diese Carbon Credits dann zu beantragen und tatsächlich zu kriegen. Und man weiß auch nicht genau, wie sich die Marktpreise da entwickeln. Aber das hat sich zum Beispiel in dem Beispiel, was ich gebracht hatte, aus Kenia, der Livelihood Fund, der hat damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das ist eben eine Möglichkeit, wenn es nicht spendenbasiert sein soll, wie man noch ein bisschen Geld rankriegen kann. Gut, danke schön. Jetzt habe ich hier noch eine Anmerkung von Frau Silber. In Sachen Papier ist Recyclingpapier mit blauem Engel ganz klar die erste Wahl zugunsten Wald und Klima. Also ist keine Frage, sondern die Aussage und auch nochmal der Hinweis. Ich vermute mal, das würde die auch so stehen lassen. Mhm. Genau. Gut. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank nochmal den beiden Referenten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme als Zuhörende, Zusehende und auch nochmals die herzliche Einladung, wenn Sie weitere Fragen oder Aspekte haben, kontaktieren Sie uns, abonnieren Sie den Newsletter einer oder beider Organisationen. Wir halten Sie dann auch zu diesen und vielen weiteren Themen in offenem Laufenden. Einen schönen Tag noch zusammen. Tschüss. Schönen Tag auch von uns noch. Tschüss. Auf Wiedersehen.